Und zwar hat der gute Alpha-Käfer ein Video zu Julienkos Comeback-Video gemacht. Und da bin ich besonders spannend, denn ich will auch ein Video zu dem Thema machen. Ich habe noch kein Video zu dem Bree auf meinem Kanal gemacht und wollte mich generell mal mit dem gut auseinandersetzen. Und da gehen wir mal rein. Julienko hat den Vogel abgeschossen. Und das nicht, weil er im Schützenverein ist. Nope. Der Typ ist seit knapp 2 Jahren wieder zurück auf YouTube. Sein letztes Video kam zuvor am 9.12.2021 und das noch mit Bibi zusammen. Du wärst vielleicht noch hell gewesen. Du wärst das Wetter auch ein bisschen besser gewesen. Ich hab ne Idee. Was denn? Ich glaube, ich weiß es. Was denn? Ah! Auch wenn ich es für mich niemals für möglich gehalten hätte, aber... Cringe. Ich verstehe das nicht. Was? Ah ja. Ja, ist nicht mein Content. Ich bin nicht Zielgruppe. Selbst dieser Vlog hier ist 100-mal besser als sein jetziges Comeback-Video. Und eigentlich als alles, was ich bisher von Tanja und Julienko zusammen gesehen habe. Aber sei es drum, juckt auch nicht. Ich möchte hier gar keine großen Vergleiche aufstellen. Aber was vielmehr juckt, das ist das Comeback-Video von Julienko. Und heilige Scheiße, ist das Hardcore. Bevor es aber losgeht, hast du schon immer nach einem extrem übersichtlichen Browser gesucht, welcher sich außerdem nach deinen Wünschen anpassen lässt? Wenn ja, dann ist Opera wirklich optimal für dich und ich bin erstaunt, wie gut das alles funktioniert. Soll mir einen neuen Browser... Alle wollen sich mir neue Browser aufschnacken. Nein! Link in der Beschreibung runter. Und damit schauen wir uns doch einfach mal an, wie Julienko sein Comeback veranstaltet hat. Für die Leute, die aber noch nicht im Bilde sind, Julienko hat knapp 4 Millionen Abonnenten auf YouTube und war damals mit Bibi das absolute Traumpaar mit einer riesen Reichweite. Die beiden waren aber schon damals qualitativ wirklich unterirdisch unterwegs gewesen und das scheint auch Julienko immer noch zu wissen. Ich weiß, ihr wisst, dass ich nicht der absolute Qualitäts-YouTuber war und auch nicht bin. Dann lass, ich bin gerade mit meiner Handykamera. Mir war es halt eher immer wichtig, dass ja so die Persönlichkeit im Vordergrund steht. Ich verstehe kein Wort. Was für Persönlichkeit? Was für Persönlichkeit? Also, was? Also, nimm doch, der hat so viel Geld, der kann sich doch ein ordentliches Mikro mit einem Dingenschutz da holen. Ich verstehe sowas nicht. Also, wirklich. Es gibt doch keine Ausrede dafür, bei so einem... kapitalstarken Menschen sich kein ordentliches Equipment zu holen. Ich begreife das nicht. Imagine, du machst ein Comeback-Video vor 4 Millionen Abonnenten und genau dieses Video besteht einfach zur Hälfte aus Wind. Ich bin mal gespannt. Digga, das sind so Anfängerfehler, ohne Witz. Wenn du so anfangen würdest mit einem Video, es wird sich niemand eine Sekunde anhören. Niemand. Und das zu Recht. Das ist eine Beleidigung für die Ohren! Ob überhaupt dieses Video noch irgendwo angeploppt, aufgeploppt wird und angezeigt, wie das zu drehen. Boah, Digga. Weil mein Arm wird langsam lahm. Über ein Mensch, der die Veränderungen macht, dann ist das so. Dann ist das absolut Veränderung in gewissem Maße normal. Ich meine, Mensch ist ohne Strömung. Nein. Wisst ihr was? Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Konstruktive Kritik an Julienko an der Stelle. Könntest du bitte das nächste Mal noch ein bisschen leiser sprechen, weil dann versteht man dich wenigstens gar nicht mehr. Also for real, das habe ich noch nie weder bei Bibi noch bei Julienko kapiert. Die haben wirklich gottlos viel Geld, können sich sonstige Reisen, Urlaube gönnen und so weiter und so fort. Julienko bzw. auch Tanja bewerben Lottoland, irgendwelche komischen E-Commerce-Leute. Aber für ein Mikrofon oder eine gescheite Kamera hat es immer noch nicht gelangt. Also jetzt mal ernsthaft, das will mir wirklich nicht in den Kopf gehen. Könnt ihr nicht euren Abonnenten, wenn ihr schon so viele habt, vielleicht eine bessere Qualität geben. Also ich meine, wenn man doch schon so ein Comeback-Video startet, nach 2 Jahren in der... Warum gute Qualität, wenn es auch ohne klappt? Ich verstehe halt nicht. Greif dir halt einen Kameramann. Einfach einen Kameramann. Irgendein Dude, der die ganze Zeit hinterher eiert, so, der lässt ihn die ganze Zeit mitfilmen und hast du sowieso Content for days. Musst du nie wieder Gedanken machen. Dann holst du dir noch einen Cutter, der schneidet das für dich, musst du sogar nicht mal selber schneiden. So, die haben ja genug Geld. Warum Social Media dann nicht auch ein bisschen ernst nehmen, so? Ich begreife das nicht. Und so einfach den Ton hingerotzt, so, das ist doch unangenehm. Weiß ich nicht, also gerade jemand mit so einer großen Reichweite, mit so einer großen Plattform, mit so einem Standing in der Community, kann man doch schon ein bisschen was erwarten.
Aktivität, dann sollte man doch wenigstens so halbwegs die Rahmenbedingungen schaffen. Aber gut, da scheint man hier immer noch an der falschen Adresse zu sein. Ich meine, manche Dinge ändern sich einfach nie. Julienko wusste aber auch sichtlich in seinem Comeback-Video nicht, was er überhaupt sagen soll, weshalb er spontan irgendetwas in die Kamera babbelte, was man aber kaum nachvollziehen konnte. Aber was man zu Ohren bekam, das war seine Sicht auf seinen Content und er schilderte außerdem, dass er sich ja geändert habe. Für ihn ist das aber definitiv positiv gelaufen. Eins kann ich euch sagen, früher ist nicht immer besser und es ist halt einfach, es sind Dinge, die sich verändern und es ist gut, dass Dinge sich verändern und dass Entwicklungen stattfinden und dass der Mensch an sich einfach sich immer weiterentwickelt und ich sehe das auch bei mir, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich bin keine... Ich kann ja noch ein bisschen abstrakter reden, also bloß nicht ins Detail gehen, über irgendwas im gezielt reden, es ist einfach nur... Bedeutungsloses Aneinanderreihen von Wortketten. So, ja, Veränderung ist wichtig. Damals war nicht alles besser, Leute. Es ist wichtig, über sich hinauszuwachsen. Und ja, denn das Leben hält nicht still und nachts ist es kälter als draußen. So. Sag doch konkret was. Teil deiner Community doch ein paar Dinge mit. Das verstehe ich nicht. Also, jetzt gerade in dem Clip viel gesagt, um nichts zu sagen. Verstehe ich nicht. 22 Jahre alt mehr oder 18 Jahre alt und liege in irgendeiner Glitzerschleimbadewanne. Das bin ich nicht. Das war ich einmal und darum sind diese Videos auch noch online und ich stehe auch dazu. Ja, jetzt habe ich halt vielleicht einfach mit der Zeit gelernt, dass eine persönliche Steigerung nicht unbedingt durch Zahlen, durch Leistung, durch Geld erfolgen muss, sondern dass eine persönliche Steigerung auch einfach oder ein persönlicher Fortschritt auch... Moin an der Stelle! Admiral Hipster, moin an der Stelle. Vielen Dank für die 100 Bits. Ich weiß nicht, schon wieder der Stream-Element ist am Schweizer diskriminieren oder was da los? Vielen Dank für die 100 Bits. Nachts ist es dunkler als am Tag. Ehre. Moin. Mit einer persönlichen Entwicklung zusammenhängen kann. Und er schwafelt sich ja zurecht. Ja, dieser Punkt hat auf jeden Fall etwas gedauert. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass dieser Prozess jetzt erst kommt. Meint Julienko jetzt hiermit den Prozess fürs Gewinnspiele bewerben? Also ernsthaft, der redet irgendwas von einer persönlichen Steigerung und dass da irgendwie auch eine gewisse Entwicklung stattfindet. War das letzte Placement nicht noch ein Gewinnspiel? Alles für die Zahlen? Ich check ihn nicht. Wenn ich mir aber so seine Präsenz von außen wahrnehme, dann wirkt Julienko mir eher absolut kalt. Damals haben zwar Bibi und Julienko jede Menge Müll beworben, aber immerhin wirkten die beiden da noch bodenständig und sympathisch und nicht so absolut abgehoben. Jetzt sieht er nämlich aus wie der absolute Megastar mit seiner krassen Uhr, seiner heftigen Sonnenbrille und seinen generellen Star-Allüren. Und ich weiß nicht, wenn das... Ich finde nicht, dass er aussieht wie ein Megastar. Finde ich wirklich nicht. Ich finde, er sieht aus wie jemand, der sehr, sehr viel Zeit und Energie rein investiert, berühmt aussehen zu wollen und wichtig aussehen zu wollen. Ich finde nicht, dass er... Und ich wüsste auch nicht, wie Megastars aussehen, aber... Sieh nicht, es ist halt dieses typische Influencer-Tour. So auf Krampf rich aussehen, so. Gibt mir gar nichts sowas. Was aber seine Entwicklung ist, dann wäre ich nicht so stolz drauf. Ich bin gerade auf eine sehr interessante Website hier gestoßen, die ich euch einmal ganz kurz vorstellen möchte. Ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Thema Finanzen sehr gerne auseinandersetze und dafür ist das eine wirklich sehr coole Seite. Hier könnt ihr zum Beispiel zu der Rubrik Mindset, Geld verdienen, Geld sparen, euch einige Videos anschauen und es wird auch noch einiges kommen. Ich habe euch vor ein paar Tagen ja schon von der Website Die MoMa berichtet und dass die Finanz... Digga, der macht Werbung für Gerichte für 2,50 Euro. Ist selber rich wie Sau und macht Werbung... Wie so ein Schmutz hier. Also ich kann den halt beim besten Willen nicht ernst nehmen. Wirklich nicht. Entweder hat er es nötig, solche Placements ernst zu nehmen. Oder hat einfach komplett die Bodenhaftung verloren und macht einfach alles für Geld, so. Tipps auf dieser Seite sehr cool finde, die gerade Oma, was das Thema Geld verdienen und Geld sparen angeht. Und heute habe ich hier mal das Thema Geld sparen etwas näher mir angeschaut. Moment, ich drehe die Kamera mal. Betrieben wird die Seite von einem Herrn namens Dennis Los und ist gemeldet in Dubai. Kurzer Reminder an das Gewinnspiel hier. Falls ihr noch nicht dran teilgenommen habt, ihr müsst einfach nur diesen vier Accounts hier folgen und ihr könnt schon teilnehmen. Ich habe hier gerade den Dennis getroffen. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt eine sehr, sehr geile Verlosung für euch machen. Ja, hier sieht es gerade bei Apple. Jetzt gehen wir erstmal shoppen als Dankeschön für euch ein paar Sachen aus. Genau. Was wir rausgesucht haben, zeige ich euch jetzt.
Okay, hier haben jetzt unsere Ausbeute stehen. Insgesamt 18 Gewinne im Wert von 10.000 Euro. Es ist wirklich alles dabei. Wir haben PlayStation 5, wir haben Xbox, wir haben Nintendo Switch, diese ganzen Glücksspielschmutz. Und sogar ein MacBook Air. Und alles, was ihr tun müsst, ist es einfach nur, Dennis Loos auf Instagram zu folgen. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, seinen Account. Einfach nur draufklicken, folgen und schon seid ihr dabei. Also, ganz viel Glück. Dafür. Coole Entwicklung, jemand wie Dennis Loos zu pushen, der sehr umstritten ist, wenn ich das mal ganz vorsichtig ausdrücken darf. Er meinte damals ja auch, dass Platin Coin eine ganz große Sache ist, er voll dahinter steht. Und er ist auch auf dem Kryptomarkt ein absoluter Macher und hat sich dann noch vom WDR pushen lassen. Dabei ist aber dieser Platin Coin im Nachhinein komplett abgestürzt. Und ob man auch Menschen bewerben muss, die fragwürdige Systeme unterstützen. Tja. Weiß ich nicht, muss das? Oh, nee. Aber naja, vielleicht meint er ja auch nicht, dass er sich so alleine weiterentwickelt hat, sondern in Kombination mit einer Tanja, denn die scheint ja auch echt sauber zu sein. Das stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt und so weiter. Das zum Beispiel ist hier der Rosenquarz. Oh, das wird einfach nie aufhören, mega unangenehm zu sein, ne? Diese Szene. Es wird einfach nie aufhören, unglaublich unangenehm zu sein. Stein der Verliebten. Das finde ich wirklich richtig schön. Der stärkt zum Beispiel die Empfänglichkeit der Liebe oder der Verliebten. Wenn wir in Spanien sind, dann sehen wir El Gordo. Und El Gordo ist die größte Weihnachtslotterie auf der Welt. Yay. Und die Gewinner sind bis zu 2,5 Milliarden Euro wert. Lotto ist staatlich sanktioniert. Du darfst es gar nicht bewerben hier in Deutschland. Yay. Wirklich unglaublich und ihr könnt es jetzt in Deutschland spielen und zwar über Lottoland. Oh wait, das sieht ja gar nicht gut aus. Also kann es sein, lieber Julienko, dass eure oder auch deine Entwicklung mehr rückschrittlich als fortschrittlich ist. Also so kommt es mir persönlich vor. Das ist meine persönliche Einschätzung zu dem, was ich von dir früher mitbekommen habe und von dem, was ich heute so von dir mitbekomme. Wenn man nämlich diese ganzen Thematiken anschaut und dann behauptet, man habe sich persönlich extrem weiterentwickelt, dann weiß ich einfach nicht, ob das ein Witz sein soll. Aber jetzt kommt die größte Steigerung seiner Persönlichkeit. Da bin ich wirklich froh, denn er redet über Kritik und dass er auch dementsprechend deutlich selbstbewusster geworden ist und auch mal seinen Mund aufmacht. Denn nun sagt er auch mal etwas dazu. Hab's mich dann aber irgendwie offen gestanden, nicht getraut hochzuladen, weil doch auch schon in der letzten Zeit hier sehr viel Kritik gegen mich, meine Person oder uns kam. Und ja, es ist sehr viel unberechtigte Kritik, die im Raum steht. Okay. Ja, stimmt. Die Kritik ist zusammenfassend, dass er dubiose Gewinnspiele bewirbt, Menschen pusht, die fragwürdige Systeme unterstützen. Und natürlich ist es auch unberechtigt, dass man seine Freundin kritisiert, weil sie... Ja, ich würde gerne hören, was unberechtigt ist. Das würde ich gerne hören. Was ist das für diese typische, alles gemein und gemein Verteidigung, so. Opferrolle, sein Urgroßvater. Die Heilsteine mit falschen Versprechen bewirbt und auch Lottoland pusht. Das ist halt super ungerechtfertigt, da muss ich ihm einfach zustimmen. Doch was sagt er denn jetzt eigentlich zu der Kritik gegenüber ihm? Schließlich ist er ja dahingehend selbstbewusster geworden und möchte sich auch mal dazu äußern. Und mittlerweile schießt er ja auch in seinem Podcast gegen einen Oliver Pocher und Co. Ja gut, sind wir egal. Ihr wisst, ich war nie der Typ, der so auf Hate und Kritik eingeht, weil ich es viel schöner finde, irgendwie schöneren Dingen Aufmerksamkeit zu geben. Was solltest du denn auf Kritik eingehen? Sollte man schon, doch. Vor allen Dingen, wenn die berechtigt ist und vor allen Dingen, wenn du solche Dinge wie illegales Glücksspiel bewirbst. So, das sollte man schon zur Kenntnis nehmen, dass das illegal ist und dass das nicht gut ist, das zu tun. Und man sollte es eventuell auch unterlassen. Das hat sich bestimmt ein bisschen geändert bei mir. Ab und zu mache ich jetzt mal meinen Mund auf, auch im privaten Leben. Ich bin viel offener geworden, viel selbstbewusster. Und da kann ich eigentlich mein eigenes Video drüber drehen, was sich bei mir in meiner Persönlichkeit alles verändert hat. Aber was soll ich sagen? Ich würde gerne... Finde ich immer sehr unangenehm, muss ich gestehen. Leute, die ein Video dann drüber drehen und sagen, was bei denen anders ist, so. Mach doch einfach dein Ding und man merkt das doch schon. Ich meine, ich könnte mich jetzt auch vor die Kamera setzen und einfach anfangen, von mir zu reden, also zu sagen, was an mir toll ist oder worauf ich an mir stolz bin, so. Was ich alles an mir verändert habe. Aber nur um genau das nur zu tun, so, ist irgendwie ein bisschen unangenehm, nicht? Das fließt ja doch durch, so oder so durch in der Kommunikation mit der Community. Früher oder später, oder nicht? Was weiß ich. Jetzt nicht hier hingehen und sagen, ich habe das nicht gemacht, ich habe früher schon Gewinnspiele gemacht, ich habe das gemacht und warum das überhaupt schlimm ist. Was auch immer, will ich gar nicht drüber reden. Ich bin lieber ein Mensch, der dann mit seiner Art, mit seiner Persönlichkeit überzeugt. Ich war nie der Typ, der so auf Kritik eingeht. Das hat sich bestimmt ein bisschen geändert bei mir. Was auch immer, will ich gar nicht drüber reden. Ich bin lieber ein Mensch, der
dann mit seiner Art, mit seiner Persönlichkeit überzeugt. Du bist der größte Widerspruch in sich, Mann. Bro, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Er sagt am Anfang, dass er mittlerweile härter geworden ist und auch selbstbewusster ist, um sich gegen Kritik auch mal zu äußern und den Mund aufzumachen. Und kurz darauf will er wieder nicht auf Kritik eingehen, weil er ja lieber das Positive ansprechen möchte. Ja, Mann, du bist es einfach. Anstatt den alten Weg zu gehen und alles zu ignorieren, wie du es zuvor gemacht hast, spricht er das Problem an, ignoriert aber die ganzen Kritikpunkte. Sehr geiler Umgang damit, zumal er ja auch noch vor kurzem in einem Podcast ebenfalls sehr hart ausgeteilt hat. Ich habe den auch mal im Club getroffen, war sehr, sehr unfreundlich, wirklich auch sehr arrogant, einfach ein sehr unsympathischer Typ, kann ich nicht anders sagen. Wo hast du den denn getroffen? Nachtflug in Köln, der hat dann irgendwo... Hat er irgendwie einen Tisch gehabt und es war nur noch einer frei. Das ging dann übrigens noch eine Weile so weiter, dass er über Oliver Pocher so abgelästert hat. Und keine Frage, kann man durchaus machen. Und ich denke auch, dass Oliver Pocher ein sehr unangenehmer Mensch sein kann. Aber Definition unangenehmer Mensch. Julienko ist for real einfach nicht besser als ein Oliver Pocher, wenn man sich das mal aus Zuschauerperspektive anschaut. Der wirkt mir mittlerweile auch wirklich nur noch abgehoben. Und vor allem dreist in Bezug seiner dubiosen Werbungen. Wenn jetzt gerade auch viel Kritik gegen mich, gegen uns als Personen hier publiziert wird. Gerade in dem Punkt möchte ich dann einfach zeigen, ich bin am Start und wenn jemand dann denkt, er schaut sich das Video an, vielleicht merkt, ach, vielleicht bilde ich mir da doch mal meine eigene Meinung. Ja, du äußerst dich doch nicht zum Thema. Ach, das macht mich mad, ne? Die Leute stellen sich doch nicht hin und erzählen irgendwelche Lügen. Sondern sie beziehen sich direkt auf die Dinge, die er sagt und tut. Also, was zur Hölle? Ich kann das nicht mehr. Hallo, ihr kommt gerade von meinem Date. Mir gefällt das nicht. Willkommen. Wie war's? Wenn ihr eine andere Meinung übernehmen möchtet, oder dass eure Meinung ist, absolut in Ordnung. Ich habe so das Gefühl, dass er hierbei darauf anspielen möchte, dass seine Kritiker ja keine Ahnung haben und dementsprechend nur Müll erzählen. Deshalb soll er einfach eine Gegendarstellung geben. Ich check sowas nicht. Ich mache auf jeden Fall auch ein eigenes Video. Das ist dumm. Das ist ja richtig. Auch der Spruch mit den vielleicht bilde ich mir da doch mal meine eigene Meinung. Julienko, es hat einen gewissen Grund, weshalb du und auch Tanja stets in der Kritik stehen. Ihr fühlt euch scheinbar wie die krassesten, die aber die ganze Zeit irgendwelche verwerflichen Placements raushauen. Außerdem scheint euch das negative Backlicht komplett egal zu sein. Hauptsache es gibt genügend Geld, denn dadurch kann man sich natürlich auch die fette Uhr leisten. Das war halt früher schon schlimm mit Bibi zusammen, aber heutzutage hat sich das um ein Vielfaches gesteigert, wenn ihr mich fragt. Und ich finde auch die Smine so oder hat noch mehr Schmerzen. Willkommen in der Schmerztherapie. Das gehört dazu. Ja, genesen an Schmerzen, am kollektiven Schmerz genesen. So ein Ding. Das zweite Date war ganz nett. Das war dann zu mir an sich eigentlich ein guter. Zweifel und Ängste schlagen direkt wieder zu. Sabotier dich nicht selbst. Dass das Niveau noch weiter nach unten gegangen ist, obwohl ich dachte, das geht nicht mehr. Und dass man vor allem mit so einer Qualität überhaupt einen Like von seiner eigenen Community bekommt, das ist mir ein wahres Wunder. Das sah nämlich für mich schon regelrecht respektlos aus, sich mit der Handykamera dort zu filmen, währenddessen der übelste Sturm geht. Aber gut, alles in allem bekam das Video dennoch sein gerechtes Feedback. Ich muss an der Stelle mal wirklich festhalten. Damals dachte ich mir zwar, yo, Julienko und Bibi, die bewerben nur Müll, aber die sind noch relativ bodenständig und auch sympathisch unterwegs. Mittlerweile empfinde ich das allerdings genau gegenteilig. Super unangenehm, arrogant und wirklich alles andere als bodenständig. Vielleicht reflektiert er sich und sein Verhalten eines Tages mal, blickt dann auf das Video zurück und denkt sich, jo, was habe ich da für eine Scheiße erzählt? Denn so, wie er seit 2 Jahren gehandelt hat und das ohne Bibi, wirkt er mir deutlich unangenehmer als mit Bibi zusammen. Und damals wurden die beiden schon ziemlich oft kritisiert. Schreibt gern mal in die Kommentare, was ihr von den Julienko-Comeback haltet. Und vergesst nicht, Opera abzuchecken, der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst super gerne ein Like da, würde mich riesig freuen und lasst doch gerne ein Abo da. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stechen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Das Ding ist, ich kannte den, bevor der sich getrennt hatte, gar nicht. Also für mich, ich kenne nur die Art, die wir jetzt hier beobachten. Nur so kenne ich den und ich finde den maximal unsympathisch. Wirklich Inbegriff von abgehoben, hält sich für was Besseres, finde ich unangenehm. Also wirklich. Und es ist auch völlig okay, wenn man selbstbewusst ist. Es ist super wichtig, selbstbewusst zu sein. So. Aber, also, selbst der kritikunfähigste Mensch geht ja zu einem gewissen Maß auf Kritik ein. Und er würde sagen, ja,
beschäftige mich nicht mit, weil ich mich mit positiven Sachen beschäftige. Aber ich bin ja reifer Erwachsener geworden. Ich beschäftige mich mit Kritik mittlerweile und tue ich es einfach nicht.